So, da wären wir wieder. Erstmal schön schlafen und danach gucken wir uns hier weiter um. In der letzten Folge haben wir ja das Grubenrätsel gelöst, inklusive des Secrets. Richtig? Ich glaube, da war noch ein Amulett irgendwo zu holen. Aber da könnt ihr mich ja korrigieren. So, wir wollen jetzt. Das hier in der Mitte hat man schon gemacht. Da unten ging es weiter mit einem Schlüssel, den wir jetzt hier hoffentlich haben. Nämlich dem da. Und sonst waren wir, glaube ich, überall. Das heißt, darum, darum, darum und mehrfach auf die Karte gucken. Das ging ja schnell. So. Hier, hier, hier. Und da müsste es gleich rechts reingehen. Dich klicken wir auch mal. Tür 2, Tür 3. Klick. Ha, eine Zahnradtür. Die Fackel kommt erstmal weg. Der goldene wird nicht passen, oder? Nee, da braucht man einen richtigen Zahnradschlüssel. Was haben wir hier noch? Rezepte. Die könnten wir auch mal eine neue Rumpelkammer packen. Was haben wir hier? Ah, die Schatzkammer. Sehr schön. Hier waren Ressourcen. Hier war eine Armbrust. Und da ist ein Buch. Das nehme ich doch gleich mal. Klick. Was machst du denn Schönes? Feuermagie plus 3, Feuerresistenz plus 10. Naja, so toll war das Buch auch nicht. Also klar, jedes bisschen Feuerresistenz ist schön. Aber Feuermagie plus 3, was bringt mir das jetzt? Ah, ich hätte nicht so spontan handeln sollen. Sobald ich das Buch gesehen habe, dachte ich mir, oh, das gibt bestimmt ja Lebenspunkte oder Skillpunkte oder sonst irgendwas. Aber das jetzt? Na gut. Wir haben so oder so später goldene Schlüssel über, dann können wir sie auch dafür benutzen. So, nächster Schritt. Wir deponieren also Zeug, das wir nicht unbedingt brauchen, hier. Das Ding brauche ich auch nicht unbedingt. Das Sword of Next lasse ich auch erstmal hier. Das brauchen wir ja für die Fighters Challenge. Aber die will ich erst ein bisschen später angehen. Die Flasche kann hier bleiben. Das Gegengift kann hier bleiben. Das Schwert kann hier bleiben. Die Feuerbomben auch. Oh, die Steine, auch wenn ich sie eigentlich gerne mit mir rumschleppe, weil sie halt die heiligen Steine sind, können sie auch hier bleiben. Und das reicht, glaube ich, erstmal an Platz. So. Jetzt hatten wir hier noch eine Rumpelkammer und weiter oben, glaube ich, noch eine. Aber müssen wir die überhaupt hier runterbringen? Nee, müssen wir nicht direkt. Also wir brauchen später noch Gegenstände für diese vier Nischenrätsel. Aber dann können wir einfach zurückflitzen. Und nein, jetzt kommen hier regulär die Schleime. Die waren übel. Und sind sie auch immer noch. Oh nee, ein schöner Rampage. Aber wir haben gleich keinen Platz mehr. Und die hauen doch gut rein, obwohl wir den Schutz vor Gift haben. Aber gut, wir sind direkt bei der Treppe, das heißt, wir können immer schlafen, runtergehen, ein bisschen draufhauen, wieder hoch schlafen, runtergehen, wieder draufhauen und so weiter. Oh, das ist gar kein Gift, das ist eine Krankheit. Übel. Na gut. Antidot. Glück. Wie hat man das Antidot nochmal hergestellt? Das stand, glaube ich, auf den Schriftrollen, die wir gerade eben aussortiert haben. Da sollte ich doch mal kurz gucken. War das die? Nein, das war Schwert. Geschwindigkeitstrank, nee. Antidot. Tarbeat und Slime Bell. Slime Bells haben wir, glaube ich, nur ein, zwei in einer Rumpelkammer ein paar Etagen weiter oben. Das heißt, wir müssen das Ding jetzt töten, ohne getroffen zu werden. Das könnte sich als schwer. Ah, ne, doch, er ist zurückgegangen. Dafür hau ich daneben. Oh, das war ein schöner Cleave. Und schon wieder weg. Ja, aber so. Wow. Ich wollte gerade sagen, ja, aber sobald das Ding tot ist, haben wir wenigstens genug Platz. Aber so schnell will das wohl nicht sterben. Aber gut, ich denke mal ein, zwei Mal noch, dann dürfte es drauf gehen.
Wir sollten jetzt nicht ungeduldig werden und irgendwelche Feuerbomben schmeißen. Denn die Ressourcen brauchen wir später auf jeden Fall. Na, komm her. Und schon ist er tot. Und mit dem letzten Schlag uns noch krank gemacht. Ja, super. So, was haben wir hier? Wow, ganz viele von denen. Ja, komm her. Jetzt haben wir wenigstens viel mehr Platz. Trotzdem hauen die immer noch gut rein, wenn ich nicht schnell genug ausweiche. So. Wie war das mit dem schnell ausweichen? So, tot. In den Räumen konnten wir uns einbunkern, oder? Ja, da ist nichts drin. Ah, aber wir können die Tür nicht zumachen. Nee, das ist nicht gut. Wenn wir uns jetzt hier hinhauen würden, würde zum einen die Krankheit nicht weggehen. Also wir würden nicht regenerieren und würden dann wahrscheinlich von dem Schlamm überrascht werden. Das muss ja nicht sein. Also müssen wir jetzt zurück zu unserer Rumpelkammer. Oh. Oder auch nicht. Der blaue Kristall heilt das. Das ist doch mal praktisch. Dann können wir uns den Weg sparen. Das ist ja doch eine ganze Ecke. Also ja, die kleine Rumpelkammer ist hier vorne. Aber allein in der war schon so viel Zeug drin, dass wir mindestens zweimal laufen müssen. Und dann haben wir noch die größere. Die war irgendwie ein, zwei Etagen weiter oben. Und das muss ja nicht sein. Jetzt geht das Licht aus. So. Licht. Schild wieder in die Hand. So. Und gleich keine Stamina mehr. Ist nicht gut. Na komm. So. Dein Freund auch noch da? Jo. Keine Stamina mehr. Das dauert jetzt ewig, die drunter zu hauen. Ah, treffen nicht mal. Nee, 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 nee. Da verziehen wir uns. Aber die Schatzkammer, da wollen wir nicht hin. Und der blaue Kristall ist noch nicht aufgeladen. Ja. Na gut. Machen wir den ersten Trip zur Rumpelkammer Nummer 1. Holen da ein bisschen Zeug, laden das da unten ab. Mit etwas Glücks in der Zwischenzeit der blaue Kristall wieder aufgeladen. Und wenn nicht, dann laufen wir halt nochmal zurück in die Hauptrumpelkammer und holen das Zeug von da. So, was haben wir da alles? Wir hatten einen Helm, den wir später anziehen müssen. Wir haben Kräuter. Blood Drop Blossom. Nein, das war es nicht. Wir bräuchten Schleimbälle und... Ja, das war der andere Trank. Schleimbälle und Tarbeet. Tarbeet ist doch der... Oh, das Heilkraut. Das ist jetzt ärgerlich, denn die Heilkräuter will ich eigentlich auch für Heiltränke benutzen und nicht für irgendwelche Antidote. Zumal die ja anscheinend auch irgendwann einfach auslaufen, die Krankheiten. Also ja, das wird auf keinen Fall gemacht. Das heißt, wir werden es dann einfach ausschlafen müssen, auch wenn das ewig dauert. Aber besser als irgendwelche potenziellen Heiltränke zu verbraten. Denn allein bei der Fighters Challenge werde ich bestimmt einen ganzen Rucksack davon voll brauchen, um das zu schaffen. Aber na gut. So. Essen ist alle. Das wollen wir nicht essen. Das wollen wir essen. Na komm. Ding. Ah, Schaden geht eigentlich, wenn man sich das mal so ganz so ruhig anguckt. Wir machen wesentlich mehr, aber man muss es nicht übertreiben. Zumal das Ding uns auch anschleimen kann, während wir die Treppen hochlaufen. Was ziemlich unfair ist. So, blauer Kristall. Ja, tick. Die Dinger sind echt tierisch unfair. Also wenn ich später meinen Custom Dungeon baue, dann wird es da keine blauen Kristalle geben. Sondern irgendein anderer Gegenstand, wo man abspeichern kann. Oder ganz, ganz selten mal einen, wo man dann tierisch lange laufen muss, um wieder hinzukommen. So. Da ist noch einer, da ist noch einer. Aber langsam wird es übersichtlich. Und hier war auch noch ein Secret mit dem Luftzug. Also er musste
alle Türen bis auf eine schließen und dann ging irgendwo eine Wand auf. Das müssen wir aber gucken, wenn die Viecher hier tot sind. Allgemein müssten wir jetzt schon bei 44 Secrets, glaube ich, sein. In den Kommentaren ganz am Anfang wurde ja mal eine Liste gepostet, wie viele Secrets pro Level ich brauche, um den 100% Run zu bekommen. Und das waren, glaube ich, inklusive Level 6, 44 Secrets. Und wir sind jetzt schon auf Level 7. Also Anfang von Level 7. Das heißt, gucken wir mal ganz kurz in die Statistiken. Wir haben 38. Okay. Also ich weiß, oben habe ich noch vergessen das Westmost-Rätsel und den Rätsel, der den Plattenpanzer beinhaltet. Also wo man unten das Gitter hatte und dahinter lag irgendwo der Plattenpanzer. Wo ich ja seit Ewigkeiten schon ran will. So. Keine Schleime mehr. Doch, da höre ich doch was. Hey, jupp. Und erster Treffer, sofort Krankheit drauf. Na komm. So, kein Platz mehr. Und tot. Ah, schön. Das war die Tür, richtig? Richtig. Das heißt, theoretisch könnten wir hier drin einfach immer im Kreis tanzen. Ist hier sonst noch irgendwas drin? Keine Schalter. Nö. Ah, komm. Ah. Das Problem bei den Dingern ist nur, man weiß nie wirklich, wo hinten und vorne ist. Also man weiß nie, wann man sicher ist und wann man ausweichen muss. Ich glaube, ich sollte gleich einfach den Weg zurücklaufen. Weil ohne Stamina dauert das echt Ewigkeiten. Weil wir halt keine Spezialattacken haben. Oder einfach so. Da rein. Ah, schade, dass man sich hier nirgendwo einbunkern kann. Na gut, hier dürften wir eigentlich schlafen können. Damit wir wenigstens ein bisschen Stamina bekommen. Und mit etwas Glück die Krankheit auch so austickt. Obwohl, wenn der blaue Kristall schon da ist, dann kann man doch auch mal ganz kurz dahin laufen. Zing. So. Also, es ging um die beiden Räume. Und man musste irgendwie den Zug ausstellen, also den Luftzug. Oder den Ort finden, wo der Luftzug am stärksten war. Dafür müsste hier eigentlich irgendwo auch eine Notiz rumliegen. Oder war das eine Torum-Notiz und die haben wir jetzt nicht, weil wir selber Torum spielen? Das könnte natürlich sein. So, jetzt sind alle Türen auf. Und ich hätte schwören können, ich hätte gerade Stein auf Stein gehört. Also wie eine Wand zugeht. Das heißt, wir waren eigentlich schon richtig. Du zu? Hey, jupp. Tada! Und eine Battle Axe, die haben wir doch schon. Da finden wir schon mal im Secret eine Axt und sie ist genau die gleiche, die wir schon tragen. Das ist doch ein bisschen nervig. Aber na gut, ein Secret mehr für die Liste. Das heißt, wir gucken uns jetzt da weiter um. Da war auch nichts drin. Den markieren wir doch gleich mal auf der Karte, sonst vergesse ich das wieder. Ein Sturz. So, und was haben wir hier? Maze of Shadows. Ah, da durfte man nicht in das Fackellicht laufen. Und da passt es doch auch, dass das Licht gerade ausgeht. So, wie war das noch? Ah, ich höre Feuerelementare. Ein Hearthstone Bracelet. Was machst denn du? 10% höhere Angriffskraft, 20% langsamere Cooldowns. Ha, das ist generell wesentlich besser als unser Serpent Bracer.
Das heißt, den Serpent Bracer benutzen wir jetzt nur, wenn wir auf irgendwelche Giftgegner stoßen. So, da ist zu hell. Da ist zu hell. Da ist definitiv zu hell. Hier können wir durch. Was haben wir hier? Dunkelheit. Nee, den Zauber kennen wir schon. So, hier können wir durch. Den Schleimball nehmen wir mit. Da nicht, da nicht. Da eventuell. Gucken wir mal. Jo. Dann haben wir noch hier den Weg. Und gleich müsste da ein Teleporter sein, genau. Aber da war nicht der Ausgang. Das weiß ich auch noch. Also im Teleporter war irgendwas. Aber hier ist der eigentliche Ausgang. Nur wie kam man dann zu dem Teleporter? Kann man hier einfach durchlaufen? Nee, konnte man nicht. Na gut, speichern wir erstmal ab. Und den Weg zum Teleporter machen wir das nächste Mal. Und ich muss wieder Speicherstände löschen. Ja, ich weiß, ich habe sehr viele davon wegen dem ersten Playthrough. Aber trotzdem finde ich es ein bisschen albern, dass sie die Anzahl begrenzt haben. Na gut, LB023. Zack. Und bis gleich.